Kevin wollte so einen Däner-Drohnenshot machen und jetzt sind die beiden auf die Idee gekommen, dass wir driften werden. Wir sind danach ciao, glaube ich. Okay, ja! Ach du Scheiße! Freunde, beide nach Vegas. Nova hat gerade ein Bier hochgesprengt in unserem Auto hier unten. Ich habe es nicht umgeschmissen. Hier hingestellt, was wirklich der ungünstigste Spot ist, wenn hier Dominik Schweinsnase sitzt. Dann okay. Fahre ich jetzt mit meinem Sitz noch ein Stück zurück. Nein! Kevin! Muss das sein? Nein, mach raus aus meinem Auto. Nee, es ist so heiß. Gerade zwischengestoppt sozusagen auf dem Weg nach Las Vegas und sind hier so in Death Valley. Das ist wirklich der Tod. Ich habe das Gefühl, ich krieg vom Wind Sonnenbrand. Aber ey, ich bin jetzt das Härteste gewohnt. Also Seven vs. Wild wird jetzt ein Klacks. Arschwasser steht gut, ich passe das. Ist warum ist die auch warm? Klima ausgeschaltet? Oh, Kevin! Zeig mal, Kevin! So, Friend, wir sind jetzt gerade im Olive Garden. Ich habe davon öfters gehört, aber jetzt sind wir zum ersten Mal hier. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Auch ich habe gehört, dass die Breadsticks sehr nice sein sollen. Das ist jetzt der Start unseres Abends. Dann gehen wir nach Hause, machen uns fertig und dann gehen wir ins Casino. Und dann gehen wir hoffentlich in den Club. Ich hab Bock. So excited to eat at Olive Garden, bro. Redet man so bei euch in UK? Ja, keine. Ja. Schönen Abend hier heute mit den Besties. Wiederholungsbedarf. Wir sind so basic. Richtig krank auf Zehenspitzen stehen, weil du einfach so groß bist. Das sind die Cowboy-Bücher. Es ist so krank. Sieht so schön aus. Okay, Freunde, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Mama hat bezahlt. Rein mit dem Bums, wa? Oh mein Gott. Das macht keinen Spaß. Okay Leute, ganz kurze Storytime. Wir waren gestern feiern. Sehr wild. Auf jeden Fall haben wir jetzt um 7 Uhr. Fucking Surfkurs. So, whip. Jetzt ist Freund. Let's get it, Alter. Wir werden mit die Bananen reinfetzen. Das sind Statements, Digga. Hello guys, welcome for a new video on my channel. Wir sind jetzt gerade im Malibu Beach. Wir leben das Leben, meine lieben Damen und Herren. Ich bin absolut verkatert. Aber ich habe Bock, mich jetzt so ungefähr 5 Stunden lang in die Wellen zu begeben, um mir übelst einen abzusurfen. Das sage ich euch. Wir machen nämlich heute einen Surfkurs, der geht so 6 Stunden. Wir haben noch nicht mal angefangen, aber Kevin hat es halt auch einfach schon zerfetzt. Das war's an der Stelle. Are you fucking hyped? I am more than hyped. I will be out there. It's gonna be nice, you know. I'm gonna go like fucking shred the waves. Oh man, the sun is coming out. This man, this is a man down. This. Ey, ich fühl nicht mehr. Ja, Freunde, das ist der Staumpunkt, den wir gerade haben. Ich weiß nicht, was bei meiner Frise abgeht. Ich glaube, das müssen wir auch einfach lassen an der Stelle. Die Wellen sind sehr hoch, es ist sehr anstrengend, aber es macht sehr viel Spaß. Ich sehe mich absolut nicht in der Kamera und ich glaube, ich möchte es auch nicht. Ich glaube, das hier ist ein Zustand. Super. Aber geil, Leute, ich habe Bock. Sommer, Sonne, Salzwasser in den Haaren. Mädels, live, love, love, ne? Ich gehe auch nicht mehr rein. Ich bin nämlich ganz verrückt nach dem Meer. Ich kann gar nicht anders. Ich bin da ganz heiß, wieder hier in die Waschmaschine 5. Gang mich reinzuschmeißen. Da ist einfach nur geil. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer kleinen Werbeunterbrechung. Ich mache ja sonst hier immer meine Voice-Over und ich wollte an der Stelle ganz kurz den Moment nutzen, um euch den Werbepartner für den Vlog vorzustellen. Und das ist nämlich Yamaha und ich habe hier bei mir das wunderbare AG01. Das habe ich jetzt auch in LA benutzt und immer wenn ich irgendwie unterwegs war und Voice-Over brauchte. Dieses Mikrofon ist eigentlich ein Livestreaming-Mikrofon, aber das könnt ihr auch für alle anderen Sachen verwenden. Beispielsweise auch ganz cooles Feature für die Leute da draußen, die ein Instrument spielen, die können das ins
Instrument hier anschließen. Ihr könnt einen Kopfhörer anschließen und das Ganze könnt ihr auf euer Handy auch kriegen, sodass ihr praktisch die Eingabe dann über eurem Handy habt. Mega geiles Feature. Dann gibt es auch eine App, die ihr benutzen könnt. Einmal die simplen Einstellungen. Da könnt ihr beispielsweise, wie eure Stimmlage ist, ob ihr singen wollt damit oder reden wollt. Und dann, wenn ihr auf die Detaileinstellungen geht, könnt ihr da sogar einen Equalizer, einen Kompressor rauf tun, also richtig nice Sachen. Auch falls ihr hier eine Gitarre oder sowas anschließen wollt, mega geil. Also das ist wirklich richtig nice. Es gibt eine Loopback-Funktion, wie gesagt, das ist für einen Stream auch mega cool. Und eine Sache, die ich persönlich auch richtig nice finde, an alle Streamer da draußen, ist, dass hier einen Mute-Button gibt. Was bedeutet, wenn ihr mal auf Toilette gehen wollt, könnt ihr einfach den Mute-Button klicken. Schaut auf jeden Fall bei Yamaha vorbei, schaut euch das AG01 an, mega geiles Mikrofon, auch wie gesagt, alle, die mit Stream anfangen wollen, sonst irgendwie was. Schaut da vorbei und jetzt geht's weiter mit dem Vlog. Oh my god, Universal Studios, wow! Meint ihr, sind wir was Besonderes? Ja, aber wisst ihr warum? Warum? Weil wir sehr viel Geld gezahlt haben. Freunde, wir sind gerade in der Harry Potter World und ich komme gar nicht auf mein Leben klar. Ollivander! Ich möchte mit seinem Zauberstab. Damit meine ich nicht den Zauberstab in meiner Hose. Vorne gab es einen Butterbierstand, aber mir wurde erzählt, dass das Butterbier scheiße schmeckt und es hat, glaube ich, nicht mehr Alkohol. Oh mein Gott. Holy shit. Hogwarts, yeah! Das ist eine völlig schöne szenerische Aufnahme, ne? Da braucht man die ganze Zeit Hogwarts rein. Oh, sorry. Also Freunde, weil wir jetzt diese sündhaft teuren Tickets haben, dürfen wir jetzt einfach an allen Leuten vorbeilaufen und sind jetzt aber direkt schon an diesem Harry Potter Ride. Ich bin Michael, ich bin ein Tier. Ich bin Michael Immune. Wie findest du das, Michael? Ich hab, also es geht noch, weil ich glaube, die ist nicht so krass heftig, oder? Nee, also, hab ich dir erzählt. Money coming, money go. I've been at it on a low. Das Schlimmste ist, es gibt kein Sprudelwasser, Bruder. Ich habe die ganze Zeit so einen existenziellen Brand einfach nach Sprudelwasser. Und das haben die hier nicht. Die haben kein Sprudelwasser. So, das ist jetzt so eine Bubbly-Scheiße mit Geschmack. Nur damit das Sparkling ist. Ich drehe komplett durch.